Normal. So, ich baue hier mal kurz so einen kleinen Schutz drumherum. Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh, ich höre schon. Ah ja, jetzt geht's los. Ah, ich sehe Glowstone, aber erstmal so halt, dass der riesig über einem Lavasee ist. Hm. Aber es gibt ja... Ach nee, ist noch nicht. Das ist erst im nächsten Update. Denn ist Kies. Was, wo? Geradeaus. Hä, Kies in der Hölle? Nö, kann auch Slowstone sein. Soul Sand heißt es, glaube ich. Wo ist er? Was ist mit dir? Das kommt von meiner Steuerung, anstatt Shift drücken, weißt du? Ja, schön. Da freut sich der Patrick und alle anderen Zuschauer. Einfach mal den Vorrat ein bisschen dezimiert, aber hatten ja eh nicht genügend Platz in den Kisten, also macht es ja nichts. Richtig, von daher, das war volle Absicht. Ja. Wenn du schon da bist, kannst du mir vielleicht eine Spitzhacke mitbringen, eine neue. Ja, natürlich. Und dann mir noch die Füße massieren? Nein. Aber. Dann ist mein ganzer Plan zerstört. Boah, dieses Portal mit den nervigen Geräuschen. So. Ich dachte gerade irgendwie, du wirst vom Gast abgeschossen und dann. Ich muss auf jeden Fall. Also man hätte nicht dümmer spawnen können. Hier ist einfach mal so gar nichts in der Umgebung. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie versuchen hochzukommen. Ja, nach unten geht auf jeden Fall nichts. Aber dieser Netherstein, vielleicht kann man den auch noch irgendwo hinpflanzen für irgendwie. Für den Pornokeller kannst du den Netherstein nehmen. Wie sieht denn der in deinem Texture Pack aus? I. Okay. Ich meine, der ist auch so rot-schwarz und sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus, oder? Weiß nicht, musst du wissen. Jetzt muss ich die Welt natürlich wieder generieren. Das, ja, hier kann man auch nie weiter. Ja, dann müssen wir es irgendwie versuchen hochzubauen auf die nächste Ebene. Dann mache ich schon. Also. Ich höre gerade die ganze Zeit diesen Geist und wetten gleich kommt. Und dann schießt er mich ab. Fliegende Marshmallow. Boah, leck. Vor allem Vorteil an dem Stein ist wirklich, dass du den wirklich nur einmal antippen brauchst, dann geht er schon kaputt. Das ist genau wie mit Sandstone. Bist du hinter mir? Hm. Du hast ja gar keine Rüstung mehr, jetzt bist du so frei. Also schutzlos. Jetzt höre ich die ersten Zombie-Pigmen. Jetzt sag ich Lava, rennt! Ja. Ruckler, wo bin ich? Ach da. Ja, richtig, hatte ich auch. Ich wollte ich noch ein bisschen Glowstone mitnehmen. Und jetzt... Na, aber wer greift mich an, wer greift mich an? Ich weiß. Ich dachte gerade, da wäre schon ein Zombie-Pigman oder so. Ich laufe hinter dich. Hier, der ist für die Zuschauer spannender. Gute Ausrede. Ja. Jetzt kann ich deinen Arsch angucken. Schön, ne? Mhm. So, wir wären draußen. Tragen wir heute Lieder? Ich, ja, ja. Ja, schön. Oh, bloß diese Zombie-Viecher angreifen. Wir müssen das hier irgendwie markieren. Oh, die haben bei mir die gleichen Gesichter wie die Creeper. Was genau bringt denn diese Netherwarze da? Für Tränke, oder? Mhm. Aber ja. Ich find's ja nur auch in diesen Dungeons so Stronghold, wie wir mal da drehen. Die Viecher haben bei mir keine Beine. Die schweben, die fliegen. Miau, ja. Aber sie haben bei mir wirklich gar keine Beine. Ist einfach abgetrennt, nur der Oberkörper ist da. Boah, jetzt ruckelt's aber gerade bei mir. Ja, bei mir baut sich gerade hier der Glowstone auf und ich muss mit Ernüchterung feststellen, dass der für uns immer unerreichbar ist. Guck gerade nach da unten. Hier könnten wir lang gehen, wissen du? Ach, da hinten. Ja, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie runterkommen unversehrt. Weil hier könnte es sein, dass wir da vielleicht Glowstone finden oder auch nicht. Nee, das sieht nicht so aus. Da ist aber ein Ghast. Was, wo? Unten links. Ach, da ist Lava aus, sehe ich gerade gar nicht. Und ein Gas, Digga. Habe ich gerade gar nicht erkannt, dass der Lava ist. Wer greift da wen an? Nichts, ich bin in Feuer gelaufen, nicht clever lieb. Ich bin in der Höhle immer so voll schreckhaft. Ah, Standbild, okay. In der Höhle? Ja, in der Hölle.
Oh, Lava. Naja. Beim nächsten Update kann man ja, wie gesagt, schon Eis abbauen. Dann kannst du rein theoretisch die Eis mitnehmen in der Hölle und dann pflanzen. Dann hast du Wasser in der Hölle. Dann kannst du Obsidian machen und dich über solche großen Wege, dann große Lavaseen, dann rüber pflanzen. Ach, das funktioniert dann? Ja, weil das Eis schmilzt dann. Ist eigentlich gar nicht so schlecht dann. Na, ich bin, glaube ich, mal mutig jetzt. Was machst denn du? Ich baue mich jetzt hier hoch. Wo bist denn du? Über dir. Ach so. Ich suche die ganze Zeit. Guck mal, ob es hier auf den rechten... Ah, da ist nochmal Glowstone, aber der ist unerreichbar. Stimmt das? Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, also darunter ist ein riesiger Lavasee, aber ich glaube sonst... sonst, ne? Könnte man ihn noch kriegen. Ja. So, ihr werdet wieder runter. Ich war eigentlich auch wirklich nur hier wegen des Glowstones. Boah, jetzt stöhnen die mir auf mein linkes Ohr. Das hört sich so ekelhaft an, so... Ja, ich finde, es hört sich wirklich krank an. Stimmt definitiv. Ja. Wo bist du? Ich guck gerade, ob ich da oben an Glowstone rankomme. Ich meine, einen gesehen zu haben. Ein Glowstone? Jetzt mobb mich nicht immer so. Ja, kann ja sein. Ich meine, ist ja nichts Verwerfliches. Hast du eine... Ah, hab ich sogar. Super, ich hab so noch eine Spitzhacke. Bin ich nicht toll? Hammer. Ich finde, wir haben richtig Pech gehabt mit der Hölle. Aber sowas von. Hier ist ja nichts in Reichweite. Nee, vor allem immer diese riesigen Seen. Ich hatte mal total Glück, da bin ich direkt mit meinem Höllenportal direkt neben so einer Festung gekommen. Ja, das ist echt cool. Nur dachte ich damals, dass es die Festung immer gibt und bin ich reingegangen. Und dann wurdest du von den Blazes getötet, sagst du? Nee. Dachte, da gibt es die, dass die Festung eigentlich so gut wie immer gibt und bin einfach nicht reingelaufen. Ach so, meinst du das auch, ja. Ist natürlich nicht so clever. Hier könnte es noch was geben, wenn ich mich darüber grab. Ich will nämlich noch ein paar Glowstones. Wie viel hast denn du von 64 und 14. Also schon gecraftet? Nee, den Staub. Sind addiert 78, ach, kein Bock zu rechnen. Ich versag eh wieder. Ja, da komme ich natürlich auch rüber. 17 habe ich. Na, das sei ein bisschen wenig, ein bisschen mehr sollen wir schon. Ja, so, wir wirklich Pech, wie gesagt, das ist ja. Und ich möchte mich jetzt eigentlich jetzt auch nicht so weit von dem Eingang hier wegbegeben, sonst finden wir niemand nach Hause. Ich auch nicht, und hier ist einfach so gar keine Möglichkeit, da auf die andere Seite zu kommen. Deshalb verschwinde ich hier ganz liebevoll, während die Ruckler mich fast in die Lava geschuckt hätten. Oh Gott, jetzt ist er aber gerade heftig. Jetzt geht's wieder. Boah, fast runtergefallen. Entschuldigung. Jetzt kommt dieses Zombie-Viech zu mir. Da bist du. Ich sehe dich. Hui. Boah, das ist gerade echt heftig hier, weil die Map immer noch aufbaut bei mir. Guck mal bei deiner Sichtweite, ob du da normal oder weit hast. Weil wenn du normal machst, dann baut sich alles viel schneller auf. Ja, ich habe Sichtweite weit. Ja, musst du normal machen, dann baut sich viel schneller auf. Kommt man denn da oben hin? Irgendwo. Soll ich mal was machen? Ja, angreifen. Und dann gehen sie auf dich und nicht auf mich. Oh Gott, Hilfe. Ja, darf ich hier mal durch? Entschuldigung. Meine Frau kriegt ihr Kind. Nein, darf ich nicht durch. Ich konnte fliehen. Sind die Viecher dir noch? Nee, vor allem nicht mehr. Ich konnte in die richtige Welt fliehen. Da steht noch so ein Portalviech. Ja, aber die können ja Gott sei Dank nicht zu uns kommen. Ja. Das wäre auch mal geil, wenn sie durchs Portal kommen würden. Hätte schon irgendwas.
Leute, jetzt habe ich mega die Lecks. Jetzt läuft es bei mir flüssig gerade. Aber das hatte ich ja schon mal bei einer Aufnahme in der Höhle, dass ich mich da kaum bewegen konnte. Ich habe immer ein paar Nethersteine mitgebracht. Ja, Mensch, immerhin. Ja, und die können wir ja für den Pornokeller benutzen. Er will die unbedingt den Pornokeller haben. Ja, das habe ich schon, als sie diese Ehrenhöhle, also diese Ehrenraum da gebaut haben, wo jetzt dieses Portal drin ist, dachte ich sofort, da kommt ein Pornokeller rein. Und seitdem brauche ich diesen Pornokeller. Den werden Pet und ich dann bestimmt irgendwann mal bauen für dich. Aber nee, was macht ihr absichtlich nicht. Richtig, richtig, richtig. So, aber erstmal können wir sagen, ich glaube, die Aufnahme beenden wir hier. Warte, ich muss noch... Wo bist du? Bei Minecraft macht überhaupt nichts mehr. Wo bist denn du gerade? Ich stehe noch im Labyrinth oder also was, ne, in diesem verschlingelten Raum. Denn wie gesagt, man einfach macht gar nichts mehr. Ich habe Standbild. Oh, kein Hühnchen. Ich kann also nichts mehr machen. Gut, dann danke ich erneut dem Moritz, dass er dabei war. Bitteschön. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.